und herzlich willkommen zur 8. Folge des Podcasts Tamok und Anhausen. Heute mit einem Special Guest, nämlich Stefan Göttertz. Ich bin schon Special, ja? Special Guest, genau. Special Guest hier. Also boomt die Folge dann nachher mit so vielen Zuschauern. Ja, warum auch hoffen, ne? Ja, hier bin ich. Ja, zuerst mal so eine Frage. Du bist ja so mit Rängen vertraut. Du kannst bestimmt sagen, was mein Vater für einen Rang hat, das er nicht wusste. Ich glaube, der ist tatsächlich Stabsfeldwebel. Weil der ist noch nicht 30 Jahre drin. Nee. Demnach wäre er nämlich dann Leutnant. Deswegen wird er 25 drin sein, das wäre dann Stabsfeldwebel. So. Der nächste Rang, den ich kriege übrigens, nur so nebenbei. Ja, gut. Dann haben wir das schon mal geklärt, Peter. Weißt Bescheid. Und macht alles nur für dich, Peter. Damit du vergesslich sein darfst. Genau. So, und damit fangen wir jetzt mal an, über dich zu reden. Gott sei Dank. Ich war wieder gerade über Peter jetzt. Nee, lass mal. Du bist ja jetzt schon... Ich muss eins zu Peter nochmal sagen. Du hättest viel mehr darauf pachen sollen, dass er den macht. Aber... Wen? Ja, den. Oh, kann ich gar nicht, meine Stimme. Tut mir leid. Den. Den müssen wir auf jeden Fall nochmal reinschneiden irgendwann. Ja, wenn wir das Video finden. So, wir müssen so irgendwie von jedem Spielkameraden mal so ein kleines Meme nur machen. André hat ja seins, Freddy hat ja seins, dein Vater hätte ja dann das. Das wäre auf jeden Fall mega. Und was ist deins dann? Was ich immer so mache. Das Tamoko sagt. Nee, sag mal der Tamoko. Du sagst mal der Tamoko. Boah, ich hab's richtig gesagt, Andi. So, fangen wir mal an mit den Fragen. Ja, okay, gut. Du bist ja jetzt schon seit 24 Jahren im Tamoko, richtig? Korrekt, ja, jetzt dieses Jahr wäre 24. Was war denn dein Grund, warum du vor 24 Jahren gesagt hast, ich möchte jetzt ins Tamoko gehen? Ich wollte nicht in die Edeknaben. Meine Mutter wollte mich in die Edeknaben stecken. Dann hat der Stefan gesagt, nö, kein Bock, ich will in Tamoko. Heißt wahrscheinlich, ich denke mal, die Musik hat es gemacht auch. Weil bei mir in der Familie gibt es ja gar keinen Bezugspunkt Richtung Schützenfest. Deswegen werde ich mit 9 oder 8, was ich war, wo dann gesagt haben, irgendwie Marschmusik machen und lieber so über die Straße ziehen. Und warum die Trommel? Warum keine Flöte? Ich wurde gefragt, ich sollte zwischenzeitlich umlernen. Das habe ich dann mit 9 Jahren kategorisch so ausgeschlossen, dass ich angefangen habe zu heulen. Und dann war das auch gegessen mit, ob ich Flöte lernen soll oder nicht. Deswegen, das Trommel wurde immer Trommel. Ja, du hast dich ja auch in den Jahren sehr hochgesteigert in den Trommeln, sage ich mal so, wie mein Vater und Toto. Du bist ja mal zur ersten Reihe geworden, das lange Jahre. Ich bin zur kompletten ersten Reihe geworden, ja genau. Hast alle 4 Mal vertreten, ja? Ja. Wie kamst du denn dazu, dass du immer höher zu den Trommeln gehst? Ja gut, das hat damit zu tun, dass ich einfach der beste Trommler bin, ne? Deswegen kommt man eben in die erste Reihe. Ich hoffe, nicht kommen jetzt genug Kommentare von anderen Leuten drunter. Aber, zum Beispiel Fritsch. Ja gut, den schlage ich. Ich glaube auch Jens Folgert und das den Folgert. Und ist alles. Also deswegen, das ist kein Problem. Das wird ein toller Podcast. Ja, aber gut, du willst wissen, ja, ich war 15 damals. Und es ging ja früher immer darum, wer regelmäßig beim Proben ist. Der wurde eigentlich immer, und gut eben dabei ist auch, also auswendig spielen konnte und wenig Fehler, der wurde eben in die erste Reihe gesteckt. Das war früher ein bisschen anders als heute, weil da sehen wir manchmal drüber hinweg jetzt. Ja, und dann war eben irgendwann die Zeit, es fehlte wer, dann wurde ich eben zum stellvertretenden lange Trommelspieler. So wie Freddy jetzt sozusagen. Genau, und war dann mit 15, bin ich das erste Mal in Hämmern losgegangen. Mit der besten Geschichte ever auch dazu. Ja, erzähl. Ja, Logo, jetzt sind wir doch im Podcast. Wir gehen los samstagsabends oder sonntagsmorgens, glaube ich, war es. Und ich habe alles an, wir sind in den Rock gegangen auch, mit Koppel, Querkoppel also drüber. Und Dietmar geht hoch und 1, 2, 3, 4, 5 Mal Querkoppel fällt runter. Ich habe also das erste Mal gar nicht mitgespielt, habe erstmal das Querkoppel auf der Straße aufgesucht, um dann das wieder umzuschneiden. War ein perfekter Einstieg, ich ja gar nicht nervös gewesen, möglicherweise. Und ja, dann passierte das aber auf 5. Also das muss aber auch gekonnt. War pünktlich auf den Anzeige. Hast du denn danach noch wenigstens gespielt oder warst du zu nervös dafür? Nee, es war natürlich toll, hat natürlich jeder dann drüber erzählt danach. und sowas bleibt eben komplett hängend dann auch. Ne? Ich weiß nicht, ob das hängen geblieben wäre, wenn es nicht passiert ist, dass ich wüsste, dass es irgendwann in Hämmerten eben mit 15 war. Das würde ich jetzt mal behaupten, das würde wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt noch bei mir im Kopf sein. Du hast ja auch, bevor du ins Vorstand gekommen bist, bevor wir gleich zukommen. Hast du ja auch eine Oktoberfestfahrt mitgemacht? Ja. Die zweite, richtig? Die erste konntest du nicht. Nee, durfte ich nicht, obwohl ich hätte. Ich war ja schon im Tamburchor und wir hätten ruhig mal 10-Jährigen mitnehmen können zum Oktoberfest. Wie alt warst du beim zweiten? Beim zweiten war ich ja demnach
21. Ja, 21. 21. Hm? Hast du eine Story von da, die du erzählen kannst, da Peter und Toto nichts erzählen möchten? Möchten? War das bestimmt da ganz wichtig? Ganz ehrlich, da ich kann mich immer nur daran erinnern, dass wir eben in diesem Biergarten im Hackabschor den Tag vorm Umzug saßen und uns eigentlich den ganzen Tag da aufgehalten haben und einfach nicht von dieser Bierbank weg sind. Ich glaube, wir sind einmal über den Kirmesplatz gegangen. Was war sonst für eine Geschichte? Ja gut, ich habe Sven zurückgelassen, weil der zu spät war. Da habe ich ihn einfach nicht mitgenommen, weil ich bin mit dem Auto tatsächlich hingefahren, weil ich in der Nacht, am Montag musste ich eine Arbeit schreiben in der Berufsschule. Konnte ich also nicht irgendwie, deswegen bin ich im Auto gefahren, habe da ein paar Leute mitgenommen. Und ja gut, die Geschichte kann man nicht unbedingt erzählen, aber man sollte mal darauf achten, wenn was im Zelt von oben runter tropft, muss es nicht unbedingt Bier sein. Okay, darauf gehe ich jetzt mal lieber nicht ein. Nee, der Kollege weiß schon, wer es war, was passiert ist. Möchte jemand? Alle, die anderen, die drum sind. Ja, welchen Namen jetzt sag ich, ist ja wohl klar. Aber eigentlich weiß ja jeder, wer das war. Gut, lass mal. Ja, gut, ein Liter war eben nicht groß genug für das, was raus musste. Okay. Themawechsel, der Podcast soll doch kinderfreundlich bleiben. Ist doch kinderfreundlich, ich habe nichts gesagt. Ja, es ging um Kaffee. Natürlich. Ich habe ja gerade schon mal angedeutet, du bist ja im Vorstand, du bist Vorsitzender, erster Vorsitzender. Ja, erster Vorstandsvorsitzender, wie du immer sagst. Wie ich immer sage, das ist richtig. Was ja auch der Wahrheit ein bisschen entspricht. Das ist, stimmt nicht, nein. Und die Geschichte, wie du zum Vorsitzenden gekommen bist, ist ja nicht gerade friedlich abgelaufen. Natürlich ist das friedlich abgelaufen. Es ist ja so ein kleiner Putsch gewesen, habe ich so gehört. Also wenn Wahlen Putsch sind, dann weiß ich auch nicht. Ja gut, ich habe die Wahl nicht betrogen. Ich heiße nicht Lukaschenko. Oh, politisch werden wir auch noch. Keine politischen Äußerungen hier. Nee, wir sind natürlich konservativ. Komplett, nee, konservativ, so. Auf keinen Fall. Wir sind politisch unneutral. Nee, politisch unneutral. Ach, besser. Politisch neutral. Möchtest du nicht einfach die Geschichte erzählen? Nee, ich erzähle die Geschichte. Ja, die Geschichte fängt ja an. Ich bin mal Jugendsprecher gewesen und war dann im Tambourchor Vorstand. Mit wie vielen Jahren? Fangen wir damit mal an? Ich glaube 15 oder so. 16. Mit der ersten Reihe direkt Jugendsprecher geworden? Das war ja auch nicht so, wie wir es heute praktizieren, muss man auch nochmal dazu sagen. Also, da gab es einfach nur. Dann war ich ja zweiter Geschäftsführer. Weiß gar nicht, wie lange. Und dann hat man ja ein bisschen schon mal reingeschnuppert. Und ja, irgendwann war es dann so weit, dass wir uns ein wenig, ja so... Wir haben das Gefühl gehabt, es geht nicht unbedingt weiter gerade im Tambourchor. Wir haben auch viele Märsche gelernt, die alt waren. Also da sind so Königgrätzer, Preußens Gloria reingekommen und wir haben uns ja selber immer eigentlich als die gesehen, die eher neue Märsche in die Welt des Tambourchors auch reinbringen. Muss man ja auch so sehen, dass man eher nicht gerade die klassischen spielt, sondern Tambourchor Neuenhausen hat ja eigentlich immer darauf geachtet, dass irgendwas Neues immer mal dazwischendurch kam. Ne? So wie Bellissimo und sowas, meinst du? Ja, oder? Nicht sowas. Eher so Einzugsmarsch aus der Poete der Zigeunerbaron. Medley geschrieben haben die ja früher auch schon. Ne? Das schottische Medley gab es ja früher schon. Ich weiß gar nicht, wie die andere heißt, dieses... Uschi Polka. Das ist kein Medley. Ah, nee. Das ist ein Polka. Darum heißt der Name ja auch so. Kurz noch gelernt. Also so Dinger wollten wir haben. Und das kam für uns eben so rüber, als ob da nichts vorwärts ging. Und... ja, es war dann irgendwie so weit, dass wir mal gesagt haben dann, ja, wenn es jetzt nicht weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr bleiben gehen. Ne? Und dann war für mich aber die logische Schlussfolgerung, wir können nicht sowas einfach in den Raum setzen, dass wir gehen, wenn wir nicht dann selber sagen, ja, wir würden es dann auch ändern. Und deswegen haben wir uns dann eben 2008 zur Wahl gestellt. Wir sind ja immer noch die in Hauptposition, theoretisch sind ja immer noch die drei, die von vornherein ja immer auch die Position besetzt haben. Also ich bin da so lange erster Vorsitzender, wie Jens Volgert, der erster Geschäftsführer ist, und theoretisch ja Frank, erster Kassierer, so ist er mal dann gewechselt für Majorsamt, damit er sich da wirklich drauf konzentrieren kann. Beziehungsweise jetzt mit seinem Studium oder mit seiner Weiterbildung da, das hätte ja dann gar nicht funktioniert, die drei Sachen dann nebeneinander. Also das war eben dann der logische Schritt. Ja, wir wollten eben weiterkommen mit dem Tambourchor. Darum musste man das eben angehen. Also es kam so rüber, dass die irgendwie so ein bisschen amtsmüde sind auch schon in der Richtung. Gibt es was, wo du bisher sehr stolz drauf bist, was du im Vorstand erreicht hast mit deiner Arbeit im Moment?
In den, sind da jetzt schon 12 Jahre? Bin ja, also ich denke immer, dass das müssen andere bewerten, wie was, weit was gut ist. Ich glaube, dass es sehr gut ist, dass wir den Kronprinz eingeführt haben. Das war eine der wichtigsten und schlauesten Entscheidungen bei uns, weil wir immer rumdrucksen mussten, überhaupt einen Zugkönig zu kriegen. Und das Problem war ja immer bei uns, wir haben geschossen, meistens im Mai, dann hast du Juni, Juli, 2 Monate Vorbereitungszeit. Mhm. Das wollte wie auch irgendwie keiner. Und komischerweise, als wir dann den Kronprinz eingeführt haben, schießen plötzlich 7 Leute drauf. Weil sie dann aber über ein Jahr Zeit haben, das eben zu planen und vielleicht auch Geld zur Seite legen können. Also das ist eine gute Entscheidung gewesen. Ob das jetzt, wir haben einiges angestoßen, ob das gut oder nicht gut ist, das müssen andere entscheiden. Da möchte ich mich nicht selber bewerten, das finde ich doof. Gibt es noch was Großes, vielleicht beim 100-Jährigen, was du planst, als Abschied vielleicht, falls du dadurch ja nicht mehr wählen lassen möchtest, habe ich so gehört? Nee, das ist ja kein Geheimnis, das ist ja wirklich ein offenes Geheimnis, dass ja keiner von, also dass Jens und ich auf jeden Fall uns nicht wieder wählen lassen, beziehungsweise jetzt noch einmal wieder wählen lassen. Frank will wahrscheinlich mal weitermachen, was man so in den Klatschblättern lesen kann. Was ich bis dahin ändern will, ist ja noch, klar, das Größte, was noch ansteht, ist, den Tamburg zum eingetragenen Verein zu machen. Da sind wir ja einfach nur durch Corona gebremst worden, sonst wären wir es ja schon längst. Uns fehlt einfach nur die Generalversammlung. Das ist noch so ein großer Schritt. Und so mit den Vereinheitlichungen, so Vereinfachung der Geschäftsführung noch. Das wollen wir auch nochmal angehen. Dass wir jungen Leute das dann einfacher hinkriegen? Oder ja, es ist dann eben einfacher auch, wenn man eine Linie drin hat, die schon von vornherein ist, auch praktiziert wird und die dann über 3 Jahre dann wahrscheinlich auch schon läuft, ist es das ja auch einfacher für jeden, sich da reinzufinden. Auch darum geht es mir. Es geht ja nicht darum, also Jens, klar, ich kann Jens anrufen, der kann mir sofort sagen, wie der Vertrag so und so aussieht. Ne? Ja, wir wollen aber, dass das jeder eigentlich versteht und jeder umsetzen kann, obwohl er noch gar nicht so lange eben mit der Materie sich beschäftigt hat. Und das ist eigentlich noch der zweite größere Punkt. Ich habe ja gerade das 100-Jährige angesprochen. Ja. Gibt es da auch schon was in Planung und worüber du jetzt im Podcast schon reden kannst? Gut, was auf jeden Fall feststeht und was auf jeden Fall gemacht wird, wir werden nicht wie zum 90-Jährigen einfach nur ein Zelt haben, sondern wir werden schönen Sonntagnachmittag einen Festzug durch Neuenhausen machen, mit anderen Tamburkorps und mit Abordnungen aus den Bruderschaften, wo wir spielen, beziehungsweise natürlich mit allen Jägerzügen und beziehungsweise allen Schützenzügen hier aus Neuenhausen. Also das ist auf jeden Fall und generell vom Rahmen her wird es so sein, dass wir am Freitagabend wieder irgendeine fette Party machen, mit irgendeinem Show-Act. Also auf Instagram lief eine Umfrage. Mhm. Und da haben die 90er gegen die Blasmusik gewonnen. Was ist dein Statement dazu? Dann holen wir eine Blasmusik aus den 90ern. Ja, gut. Ich lasse es noch bei meinen Eltern erzählen. Ach, Grüße übrigens an meine Eltern. Die gucken ja regelmäßig den Podcast. Und waren auch richtig beleidigt, dass letzte Woche keiner kam. Ja, da war keiner, Sebastian. Brauchst du gar nicht überlegen. Ja. Ich würde gerne mal eine Schlagerparty moderieren. Das fände ich wirklich ziemlich geil. Gottes Willen. Keine Ahnung. Also wie gesagt, wir werden uns tatsächlich, jetzt wenn Corona wieder vorbei ist und wir uns auch wieder richtig persönlich treffen können auf den Vorstandssitzungen, da noch mal ein bisschen mehr beschäftigen, in welche Richtung wieder gehen. Aber es sollte eben mal so ein Stimmungsbild hergeben. 90er ist ja auch nicht schlecht, ne? Muss man auch mal sagen. Da kann man ja auch einige Show-Acts einladen, so ein bisschen Medley-mäßig das dann da aufziehen. Ja, muss man sehen, aber das ist auf jeden Fall die Richtung. Wird es wieder Freitag das, Sonntag dann der Zug mit dem Frühschoppen vorab. Ja, und dann haben wir auch schon wieder die 100 Jahre rum. Schon wieder, ne? So ja. Schnell kann es gehen, nach 90-Jährigen. Ja, also ich fand es persönlich, finde ich, dass wir, für mich ist das 3 Jahre her irgendwie, das 90-Jährige. Also so gefühlt. Ja, das ist wirklich. Also das sind das jetzt 6 Jahre jetzt krass. Schon wieder. Das kommt mir tatsächlich nicht so vor. Nee, ich habe es auch noch in Erinnerung. Da kann man dann mal wieder so was starten. Ja, nach 10 Jahren wird es mal wieder Zeit. Ne? Das stimmt. Dann noch eine Frage, die ich von einer... Sind wir schon fertig, Thomas? Nee, natürlich nicht. Also. Die mir eine Person aus dem Zauberchor gestellt hat, die möchte es gerne wissen. Möchtest du in Zukunft mal Zugkönig oder sogar mal Schützenkönig werden? Zugkönig bestimmt. Ich habe das ja immer so gehandhabt, beziehungsweise habe ich das immer so stehen lassen, wenn es keinen gibt, ne?
dann würde ich ja auch mal einspringen. Darum habe ich es bis jetzt immer noch nicht gemacht. Ja, weil es ist ja tatsächlich, die sind ja immer nach ihrer Krönung abgesprungen, wenn du es noch weißt. Wir hatten ja mal 2 Jahre keinen. Ah, ja, stimmt, ja, ich erinnere Und das mich. war dann eben, ja, Ja. das geht dann auch nicht. Schützenkönig, muss ich ganz ehrlich sagen, reizt Nee. mich gar nichts dran. Warum nicht? Nee, das ist. Ich finde, da gibt es bessere Sachen, um ein Schützenfest zu erleben. Also, kannst das Schützenfest meiner Meinung nach, die erzählen zwar alle, wie schön es ist, gerade untereinander mit den Schützenkönigen, die du dann eben mit dem Jahr auch zusammen von den anderen Vereinen hast. Aber ich finde, das ist mehr so, also mir kommt es immer so vor, als ob es voll die Hetze ist, weil du bist dann zum Beispiel den Sonntagmorgen ein bisschen hämmern und Sonntagnachmittag musst du nach Alrath schon oder irgendwie sowas. Ne? Nicht Alrath, weil du bist in der Barenstein oder was das ist. Baumstein, ne? Ja, also dieses, weiß ich nicht. Und dann hast du aber kannst du auch nicht richtig auf unser eigenes Schützenfest konzentrieren, weil du dich ja erstmal wieder um dann die Residenzbau kümmern musst. Und ich bin ja so einer, der muss ja alles dann immer, also es muss ja so ablaufen, wie ich das Ja. geplant habe. Und ich glaube, das kann ich, ist nichts für mich. Einfach. Auch wenn du es jetzt positiv erlebt hast im Tamokor schon als Ja, das, Schützentum, so reicht es trotzdem. so reicht es mir ja. Also so finde ich es cool. Aber hast noch keinen Aber ich Anreiz will nicht aber gehabt? da vorne stehen als Erster. Ne? Nö. Ich bin doch so der Erste schon. Das ist die Ah. Frage, ne? Was ist Schützenkönig oder erster Vorsitzender? Ne? Muss man immer noch machen. Ja, Schützenkönig, Ach, glaube ich, okay, ja. gut. Ja, doof gelaufen. Ich kriege ja irgendwann auch mal eine Kette. Ich wollte immer mal eine Kette als erster Vorsitzender haben. Gibt's auch nicht. Ja, davon träumst du wahrscheinlich Und die dann. habe ich früher gefordert, als 2008 schon direkt. Und dann habe ich eben einen Gürtel bekommen, wo erster Vorsitzender drauf stand. Den hole ich auch noch raus zum 100-Jährigen, keine Angst. So ein Ticker. Da läuft erster Vorsitzender durch. Den ziehst du dann aber auch mal beim Umzug an, ne? Das darf man nämlich. Ja, muss die Strafe zahlen für, Ja, wenn du mal wieder du vorgehst, zahlst dich. notgedrungen, ne? Ja, wenn du es mir nicht auf die Kette kriegst, gehe ich natürlich vor. Ist ja logisch. Du hast ja schon Erfahrung als Major gesammelt. Fangen wir doch mal da Ich war an. dritter Tamburmajor. Wann? Ja, ist ganz einfach. Wie ist denn mein Accountname von ICQ gewesen? Major 05. Also, jetzt hat sich auch dann abgeändert. Ne? 2007 war ich ja dann kein Major, war ich wieder Unteroffizier 07. Also So siehst du ja auf sieht YouTube, nicht. bevor, an den Unteroffizier Neuenhausen hieß unser Ah YouTube-Kanal ja, genau, vorher. weil ich dann irgendwie den Neuenhausen reinbringen wollte. Aber daran kann ich mir das immer merken, war nicht da. Ja, dann war ich dritter Major. Bin auch einige Male vorgegangen, ja. Ja, du bist ja auch jetzt in letzter Jetzt gehe ich ja Zeit auch auch noch, öfters ja. mal vor. Ja. Fragt man eben den, der es kann, ne? Dazu äußere ich mich jetzt mal So, nicht. toller Podcast, wo man keine Meinung äußert. Das ist ein Ja, Podcast für ich mich zur äußere Meinung. meine Meinung. Das übrigens sind in den Dolomiten. Ja, das Ja, ist schön. ja hier. Waren deine Eltern da auch schon mal? Willst du jetzt so anfangen? Ich glaube in den Dolomiten nicht, aber meine Großeltern waren in den Dolomiten. Willst du die auch nochmal grüßen? Die Ja, gucken die bestimmt gucken auch das den nicht. Podcast. Nein, Na, das ist wie aber sollen die schade. das denn machen? Ja, erklär's ihm doch mal. Ja, so wie die, wie sie auch noch eine unterdrückte Telefonnummer haben, wenn sie mich anrufen. Auf dem technischen Stand sind wir. Trotzdem sind die auf dem Oh, er kriegt Stand, den rüber, den Weg jetzt. Pass auf. immer noch willig zu fahren. Kann das sein? Ja, früher sind sie sogar mit dem Rad gefahren, wird auch häufiger erzählt. Manch einer hat auch meine Großeltern schon mal in Frankreich, ach, in Frankreich, in Holland, auf dem Campingplatz gesehen, wo wir auch waren. Waren natürlich nicht meine Großeltern. Aber es ist hinlänglich bekannt, dass meine Großeltern früher uns immer gefahren haben. Also wirklich, wo noch keiner einen Führerschein hatte, sind meine Großeltern zu jedem Schützenfest gefahren. Und wo wir dann selber fahren konnten, dann sind sie mit dem Rad immer gekommen. Ich glaube aber, nach Willig sind sie tatsächlich nicht mit dem Rad gefahren. Nee. Nein, das glaube ich nicht. Ich kenne zwei andere Verrückte, die das gemacht haben. Das waren Kevin und Thorsten Lichters. Die haben uns auch mal verfolgt, wo sie noch nicht mitgegangen sind, nur in der Ausbildung waren. Da haben die uns immer gestalkt und waren immer plötzlich am Straßenrand und sind auch immer nebenher gegangen, den ganzen Zug. Ist doch schön, oder Ja, nicht? toll. Ja. Ja, wir müssen Kevin fragen, ob das Macht Spaß doch macht. Mario Busse doch auch, wenn wir Wasser brauchen an heißen Ah, Tagen. das stimmt, ja. Ne, da muss man ihn Das auch mal stimmt. noch mal Das hier stimmt. speziell Das grüßen. stimmt. Ne, unser Wasserbeber. Das heißt Waterboy, um genau zu sein. Waterboy. Es ist Mr. Waterboy. Vielleicht kriegt ihr auch mal eine Kette. Frank, wir brauchen Ketten. Ah ne, Martina, wir brauchen Ketten. Ja. Erste Kassiererin. Vielleicht kriegt ihr auch eine Kette mit erster Kassiererin. Dann haben wir Vielleicht bald kriegen wir alle einfach mal Ketten. genau alle eine Kette. Ja, was kriegst du denn dann? Paukenspieler. Bester Bettenspieler, würde ich eher sagen. Oh, da kenne ich aber, wen der besser ist. Ja, du nicht. Ja, ich Wenn nicht. dann Jens Folgert. Der auch nicht. Ja, Name? Ja, Domi. Domi hat gewonnen. Domi kann das, was
ich bis heute nicht kann. Der kann die Becken von ganz laut direkt leise haben. Also aus haben. Weg. Ja. Weil die diese komische Technik drauf hat. Und ich habe die Arme nicht dafür. Nee, das stimmt. Du bist ja auch ein erster Vorsitzender. Ich muss nur denken. Nur ich bin da zum Lenken. Kommen wir mal wieder zu Tambourcore bezogenen Fragen. Ist das nicht Tambourcore? Ja, doch schon. Aber auch andere Sachen. Ist das eigentlich ein roter Faden? Ein ja, roter bis Faden? Jetzt war ein roter Faden. Ich habe einen Faden im Kopf, ja. Tatsächlich. Einen nur? Genau. Nun, du bringst mich ja ständig raus. Das ist mein Prinzip und darum bin ich auch hier. Ich weiß, deswegen wird das auch ein extrem langer Podcast. So viele Fragen hast du bestimmt gar nicht mehr. Als ob du die alle auswendig könntest. Ja, ich habe ja genug. Die dir gerade ausdenkst. Zum Beispiel, zum Beispiel warst du ja noch nicht nur auf dem Oktoberfest, sondern auch noch in Kiefersfelden. Ja. Wie man in der Sandhasen-Show sieht. Und in Oberbayern, in Cannstatt und in Neustadt. Gibt es da noch einen? Das heißt Neustadt, nicht Weinstadt. Weinstadt an der Neustraße. Ja, ne? Thorsten kennt. Gibt es da vielleicht noch, oder gibt es einen Favoriten, wo du gerne nochmal hinfahren möchtest? Ja, Kiefersfelden tatsächlich. Kiefersfelden, darum habe ich den ja auch in der Show genannt, ist eben, ja, das ist so, als ob man nach, ja. Ja, ich überlege gerade, also das ist eben Gustav schon zu groß, ne? Grimmburg sowieso schon zu groß. Das ist so also fast wie Neuenhausen eigentlich. Noch ein Tick kleiner. Du bist eben nicht im Zelt, du bist in einer Scheune. Ne? Extra so ausgebaut, damit du eben da roten Tanzfläche und so. Und das ist eben das, was ich sowieso eher mag. Ich mag sowieso nicht, wenn so viele Leute da sind. Das ist nicht meins. Ich mag es lieber so ein bisschen gemütlicher, familiärer. Und das war da. Du musst nie mit dem Bus fahren. Wir mussten ja in München müssen wir ja mit der S-Bahn fahren zum Hotel. Ne? Ist ja groß. Ne? Neustadt konnte man direkt rüberfallen. Okay, da nicht. Aber in Cannstatt musstest du auch eben die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Und das war eben auch komplett alles fußläufig. Du hattest hier die Scheune, hier das Hotel und hier war die Pilzalm. Die Pilzalm war aber für Jugendliche, so viel für uns. Zu der Zeit. Und wenn dann eben der Scheune nichts mehr ein bisschen langweilig wurde, sind wir da eben hingegangen. Und das hat eben Spaß gemacht. Also ich mag lieber, also ich glaube, es bringt einem Verein auch mehr, wenn wir zu solchen Sachen fahren. Klar, die Großen sind natürlich geil. Klar. Bei den Zuschauern im Fernsehen, klar. Aber für eine Gemeinschaftsbildung innerhalb des Tambourcores sind die Fahrten besser. Wie seid ihr eigentlich damals auf Kiefersfelden gekommen? Das war wegen, wir waren ja nicht alleine da, wir waren mit dem Tambourcore Kapellenerft da. Und die wir auch herzlich grüßen genau, heute. War da noch ein Jägerzug bei? Kann sein, dass du da. Also wir waren in Schongau, waren wir mit Gustav, mit drei Jägerzügen aus Gustav da. Und noch okay. Wir. Also, es war, aber also irgendwer kannte da irgendwen. Und deswegen sind wir da dran gekommen. Und mit den größeren Dingern, da hat sich die Artillerie ja reingehangen. Ja, seit jetzt da musst du dich auch bewerben. Ne? Da muss man sich jetzt nicht bewerben in dem Sinne. Ne? Ja, wäre auch. Genau. Also, theoretisch könnten wir, man müsste sich einfach mal über Internet mal ein bisschen gucken, wer hat gerade ein Stadtfest, wo ist irgendwas. Und da muss man einfach mal so kackdreist eigentlich da hinschreiben, ob dort Bock irgendwie besteht, dass wir vorbeikommen. So kommst du an so Sachen ran. Ne? Ich kenne dann Tambourcore, das macht das gerne in Elfgen. Wer? Wo? Borbeck, Essenberge, Borbeck. Ich weiß nicht, ob ja, dir das was sagt. Essen ist wirklich Fahrt wert. Ja, okay. Stimmt. Nee, Essen kommt immer Essen. Nach Elfgen, nicht, so. Nicht andersrum. Also Elfgen spielt auch da, aber die fahren immer, obwohl sie nicht mehr müssen, trotzdem jedes Jahr nach Elfgen. Die sind doch die, die auch mal zum Benefizkonzert kommen. Die kommen auch mal zum Benefizkonzert, zum Gucken. Ah, zum Gucken, ja. Okay. Zum Spielen sagen, nicht. Nee, das sind ja nur die 12. Die Grimmbucher Tambourcores. Plus 200. Gibt es da vielleicht Insider-Infos von dir, die vielleicht die Leute interessieren, wie es mit dem Benefizkonzert aussieht? Hast du da was, was du vielleicht den Leuten erzählen möchtest? Ja, vielleicht sagst du noch mal kurz, warum ich das wissen könnte. Du bist ja im Ausschuss. Ja, ich bin der Protokollführer der Musikgemeinschaft Grimmbucher Tambourcores. Ja, wir werden tatsächlich auch wieder verschoben worden, dieses Jahr nicht, sondern nächstes Jahr dann erst. Wird aber hoffentlich dann stattfinden. Wir sind auch gewillt, das nächstes Jahr dann stattfinden zu lassen. Und hoffen, dass dann wir endlich mal wieder so was ganz Großes dann dahin knallen können. Ja, nächstes Jahr ist es ja realistisch. Ja, ist ja auch November oder beziehungsweise das erste Adventswochenende immer. Ja, sollte machbar sein, ja. Gibt es denn ein Schützenfest, außer Neuenhausen, weil jeder sagt immer Neuenhausen, wo du
noch gerne bist? Was dein Schützenfest ist, wenn nicht Neuenhausen wäre? Ey, da habe ich richtig Bock drauf. Hämmern, immer noch. Hämmern, ich bin immer frei. Wir gehen Freitag schon hin. ja gut, ich kriege dann mittags auch Essen. Grüß an Helga. Das, man kennt da tatsächlich auch richtig viele Leute jetzt. Ne? Also dadurch, dass man, beziehungsweise früher kannte man immer die Leute, die in den Tambo-Kurs in den Zügen waren. Und darüber hat sich das eben vergrößert. Und jetzt kennst du ja eben auch komplett die Lützower Jäger. Ja, also das ist eben, da ist auch klein. Das mag ich auch wieder. Ja, stimmt. So ein geballtes ist auch so wie bei uns hier. Und da passiert dir auch nichts, da wirst du nicht ausgeraubt. Also ist auch ein ganz schönes Schützenfest. Also deswegen, da gehe ich gerne hin und bin da auch. Du hast ja eine, sag ich mal, etwas engere Beziehung zu den Lützower Jägern, weil du ja immer samstags abends der Erste bist, der sich im Zelt an ihren Tisch setzt. Wie kam es dazu, dass du so extrem gut, also das soll jetzt nicht negativ werden, aber wie die Freundschaft zwischen dir und diesem Jägerzug so eng geworden ist? Du musst erst mal erzählen, wie die überhaupt entstanden ist vielleicht. Das wäre ja vielleicht auch noch interessant. Die ist ja nicht durch mich entstanden. Ja, dann erzähl. Dann ist ja Martin aus den Lützower Jägern und die Nina. Nina? Unsere Nina. Die kannten sich irgendwie schon. Okay. Und dann haben wir eben angefangen, da zu spielen und die immer abzuholen, den Sonntag. Darüber sind wir eben da reingekommen. Und da ich ja so eine typische rheinische Frohnatur bin, den einfach... Nennen wir es so, ja. Ja, der einfach immer dann auch kein Gescheu hat, mit irgendwelchen Leuten zu reden. Ja, redet eben mit denen. Und wenn man mit Leuten redet, dann fängt man an, auch nächstes Jahr dann mit denen zu reden. Ja, das und stimmt. Dann wird eben der Kreis größer, weil dann heißt es am Ende, ja, setze ich doch dazu. Ne? Bevor, weil die sonst kam immer irgendwer an der Theke und dann erst, ne, und dann ist es eben irgendwann so weit, wo ich nicht mehr die Einladung brauche und mich einfach hinsetze dann, ne, und dann eben herzlich empfangen werde um den ganzen Tisch dann. Und da jetzt auch, gut, mit Namen ist immer noch ein bisschen schwer, da kenne ich immer nur so 3-4 Namen. Habt ihr jetzt nicht gehört. Aber vom Sehen, klar, ne, kenne ich sie jetzt alle dann auch. Und ist ja auch dann so weit gekommen, dass wir auf der letzten Hochzeit ja auch gespielt haben. Das stimmt. Mit dem LKW. Haben kurzzeitig die Straße mal gesperrt. Ja, vielleicht willst du daran erinnern. Haben wir Banda auf dem Hof gespielt, oder? Mag sein. Das wüsste ich jetzt wieder nicht. Das weißt du sowas immer. Ja. Ich weiß ja immer nur die anderen Sachen, die unbedingt mit Märsche zu tun haben. Ja. Nee, aber das gehört dazu, finde ich. Und das muss man auch, oder das gehört zum Schützenwesen dazu. Und da wir eben auf verschiedenen Schützenfesten spielen, sollte man das immer irgendwelche Leute auch ein bisschen besser kennen, finde ich. Das macht immer Sinn. Dafür ist es auch da. Wir haben sie ja auch zur letzten Weihnachtsfeier eingeladen, genau, muss man auch mal sagen. Weil wir da eben dann 20 Jahre oder so befreundet waren. Abgeholt haben. Genau. Seit 20 Jahren? Ja, irgendwie so. Ja, eben, ich war so. Ja, du hast ja auch... Beziehungsweise ein, du warst ja auch einer von den jungen Kerlen, die den Bann gebrochen haben zwischen den Tambo-Kurs, was du mir meinst. Das verkleime ich immer, ja, zu mir. Ja, das nee, ich sage einer von vielen, ja, ja. Nicht du. Aber eigentlich haben Specki und ich das nur gemacht, weil ich habe einfach Specki angesprochen und das war der erste, aus dem ich mit anderen Tambo-Kurs gesprochen habe. Die Geschichte ging ja früher damals immer so ein bisschen ausgelutscht und immer erzählt dann auch. Ja, aber man muss es ja nochmal rückblickend zu sehen, dass es früher nicht so war, wie es heute ist, dass man wirklich nicht zusammenstand. Also nicht Zusammenstand in dem Sinne, dass man sich gemischt hat, sondern wirklich Tambo-Chor in der Ecke, der andere Tambo-Chor in der Ecke. Und das brach eben zu dieser Zeit langsam auf, was wirklich gut ist. Ne? Also klar. Weil das finde ich aus der heutigen Perspektive, wenn mir das einer sagt, dass man da auch hier Angst hatte, dass Noten geklaut wären und all so ein Blödsinn, da denke ich mir, ihr hattet doch einen Schaden. Weil es bringt nichts, gegeneinander zu arbeiten, gerade jetzt in so einer Zeit, wo es, nicht jetzt gerade in Corona-Zeit, sondern in der generellen Zeit, wo es immer schwerer ist, irgendwelche Jugendlichen auch ranzuziehen. Da muss man eigentlich mit einer großen Bandbreite, die wir nun mal sind hier im Stadtgebiet, hier hat ja eigentlich jeder Ortsteil einen Tambo-Chor. Auch Frommersdorf? Ja. Also muss man da das eben viel, viel größer aufziehen, um auch mehr Leute zu erreichen. Darum ist so ein Benefizkonzert eben eines der besten zum Präsentieren. Auch wenn natürlich vor Ort weniger Jugendliche sind, als mehr Ältere eben auch. Ne? Klar. Aber
generell das Ganze zu plakatieren und dann demnächst, ja, wir würden das ja auch online jetzt dann Werbung machen oder sowas. Das hilft. Und deswegen bin ich ja auch so froh, dass wir sowas machen hier und dass wir eben mit Hamburg und Neuenhausen schon in Richtung Online und Social Media ein bisschen mehr unterwegs sind. Weil das ist eben die Zielgruppe, die wir ja wollen. Eigentlich ja. Ne, weil die kommen, oder die sollen zu uns kommen zum Proben und dann ein Instrument lernen und mitzugehen. Wir sind nicht umsonst jetzt mit 43 auf der Straße. Und wie gesagt, wir hatten auch schon mal ganz schlechtere Zeiten, wo wir 25 waren. Und wenn dann mal 6 Leute nicht kamen, dann bist du plötzlich unter 20. Oder stehst mit 15 in Frimmersdorf. So Zeiten gibt es auch, aber das ist im Tamburkor komplett normal. Es gibt immer diese Wellen. Klar, man muss ja auch arbeiten, manche Leute, Schichtarbeit und alles. Die rede ich ja auch nicht. Ne? Es gibt aber auch einfach die auch keine Lust mehr haben dann am Ende. Und du bist eben keine eingeschworene Freundschaftsklicke, so wie im Jägerzug. Du bist eben, der Nenner ist eben die Marschmusik. Klar, hast du dann innerhalb des Tamburkors dann schon dann auch einen Freundeskreis in dem Sinne. Ne? Du hast eher, aber auch Bekannte nur. Ja. Wo du jetzt nicht anrufst und sagst, ey, komm, lass ein Bier trinken. Also die gibt es ja auch. Ne? Ja. Und das ist eben, die müssen immer wieder ausgetauscht werden dann auch, weil manche gehen, manche müssen kommen, sonst gehen immer nur alle. Ja, stimmt. Also deswegen bin ich auch froh, dass wir nächstes Jahr ein Schützenkönigsjahr haben. Das bringt auch immer nochmal Aufmerksamkeit. Und ein 100-Jähriges sieht man nochmal im Vergleich zum 90-Jährigen, hat uns eben 6 oder 7 neue Spielkameraden, beziehungsweise alte Spielkameraden, wieder in die Aktivität getrieben. Deswegen freue ich mich da und hoffe, dass das auch nochmal dann beim 100-Jährigen passiert. Ja, vielleicht kommt dann eine neue Oldie-Truppe zurück. Wer weiß? Wie müssen wir denn dann unsere Oldies? Du musst unsere Ur-Oldies nennen dann. Die Ur-Oldies? Ja, genau. Da wird Monique aber was fehlen haben, wenn die das hört. Ja gut, ist auch schon alt. Ja, weißt du doch. Die ist so alt wie ich, also ist sie alt. Ja, und Monique, weißt du Bescheid. Ne? Glaubst du wieder nicht. Dann fangen wir mal mit der letzten Frage an vom Podcast. Die letzte Frage vom Podcast. Ja, das ist zumindest meine. Wie kann man den anfangen mit einer Frage? Ja, okay. Ich beginne jetzt meine Frage zu stellen. Okay. Und zwar die Frage, die ich jedem stelle. Und zwar, was ist dein Lieblingsmarsch? Und zwar vielleicht nicht einer, der in unserem Repertoire ist, sondern vielleicht auch einer, den du im Tamburkor haben willst. Oder? Ja, ist ja ganz einfach. Wenn ich aus dem Tamburkor austrete, irgendwann mal, dann gebe ich dem Tamburkor noch einen Marsch, mit dem sie spielen müssen über 5 Jahre. Und das ist der Moselmarsch. Ja, so muss man das machen, habe ich gelernt. Der Moselmarsch. Und warum der Moselmarsch? Das ist schön melodisch, was Außergewöhnliches für einen Tamburkor. Und den spielt keiner. Also als Tamburkor, Blasmusik schon. Ja, das stimmt. Wir haben ja auch. Ich würde den jetzt vorflöten, aber ich darf nicht flöten. Lutz sagt immer, ich kann nicht flöten. Ja, wir Trommeln können generell nicht flöten. Das sagt aber nur Lutz. Lutz? Ja, gut, andere sagen es auch. Aber ich finde, das reicht für den, was ich kann. Man, mit Trommel können wir mitspielen. Hauptsache, wir haben eine Melodie, womit wir spielen können. Ja, stimmt. Wenn sie nicht ganz korrekt getroffen ist. Ja, das ist ja scheißegal. Wir treten ja nicht in der Oper auf. Nee, brauchen wir nicht. Wir sind Tamburkor. Gibt es denn im Gegensatz zu früher etwas, was du von früher vielleicht heute wieder haben möchtest? Ich weiß, du bist zwar jetzt nur 20 Jahre knapp drin, aber das habe ich über 20 Jahre. Das habe ich meinen Vater zum Beispiel auch gefragt. Gibt es was von früher, was du jetzt lieber wieder haben würdest? Zum Beispiel, er sagte die Strenge beim Üben. Toto sagte auch vielleicht ein bisschen mehr. Na, ernst nehmen. Gibt es was du von früher wieder haben möchtest? Oder bist du so zufrieden, wie es jetzt ist? Wäre scheiße, wenn ich jetzt doof finden würde, weil ich das ja ändern könnte. Aber also mit der Strenge ja. Ich bin ja am Digitalisieren fürs 100-Jährige, habe Protokolle gelesen. Die sind schon nicht zimperlich mit ihren anderen Spielkameraden umgegangen. Da wurden auch manchmal Briefe geschrieben, wo dann um eine Stellungnahme gebeten wird, schriftlich, warum man denn so unregelmäßig beim Proben ist. Okay. Und wenn da bis zu dem Zeitpunkt das nicht ist, wird es rausgeworfen. Und ich denke, das passt heutzutage nicht mehr in die Zeit. Nee. Und es ist es ist auch weiterhin ein Hobby. Wir haben zwar ein bisschen Pflichten und ich weiß, dass es manchmal schwer ist. Es kommt bei mir manchmal wahrscheinlich auch gar nicht so rüber, aber ich will auch nicht unbedingt immer dienstags nachmittags da stehen, wo ich dann stehe. Nee, sieht man dir nicht an. Ja, eben. Weil eben, das gehört dazu. Ich mecker hier oder reagiere mich ab hier und setze mich ins Auto und das ist gut. Habe ich auch, ne? Mhm.
Aber es gehört dazu. Und das weiß ich, seitdem ich 10 bin, dass es dazu gehört und das muss umgesetzt werden. Und wenn man sich das vor Augen führt, und es kommt mir gerade so vor, da wir ja 2 Jahre Pause haben, dass sich das viele jetzt machen konnten, wird man merken, dass zwar das manchmal Kacke ist, aber dass die positiven Dinge eben viel, viel mehr überwiegen, dass das viel, viel geiler ist. Eben im Tambourchor so ein bisschen Pflichten, das mitzumachen. Das stimmt. Also deswegen, ich wüsste sonst nicht, was ich... Sonst nichts? Wie gesagt, also ich habe ja probiert, das alles so abzuändern, wie ich es gut finde und wie das wohl für ein Tambourchor dann ist. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, was da ist nichts. Was ich finde. Wir schreiben noch Märsche, die so also andere Märsche machen war. Das haben wir früher eben auch gemacht. Da mal kurzzeitig verloren. Aber ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, das muss ich unbedingt jetzt auch wieder haben. Außer der erste Vorsitzende hatte so eine Kette. Dann sollten wir die Kette bringen. Das weiß ich nicht. Martina, du weißt Bescheid. Ich hatte übrigens schon mal eine, die hat Uwe mir gebastelt. Da haben die am Schützenfest 9, also weil ich die ganze Zeit darüber geredet habe, habe ich dann so einen Bierdeckel bekommen. Da stand dann erster Vorsitzender drauf. Den habe ich auch tatsächlich den ganzen Montag getragen. Ja, da mussten wir auch nicht gehen. Da kann man ja am meisten trinken, haben wir ja gelernt. Das kann man aber nur André fragen. Der leider nicht zum Podcast teilnehmen möchte. Warum? Aber hier kommt er hin zum Interview. Ja. Mhm. Und noch eine Frage, die mir... Nee, war doch schon die letzte. Ja, aber mir ist noch eine gestellt worden. Wir haben noch gar nicht über die Show gesprochen. Was ist denn für eine Show? Ja, die Neunhaus. Ach, die Sandhafen-Show. Vorbereitet wie gar nichts hier. Wir haben doch Zeit. Ist ein Podcast. Natürlich haben wir Zeit. Da kann man so, kann man 3 Stunden reden. Hab ich ja. So nicht dunkel. Ja, dann haben wir... Ja, gut. Wenn du noch nicht... Wenn du noch... Ich denke, die Leute wollen doch das hören. Wenn die Leute das hören wollen. Wir haben es ja öfters angesprochen. Ansonsten können sie ja vorspulen. Ich mache so ein Kapitel rein, da könnt ihr vorspulen jetzt. Nee, danke. Zum Ende. Ja, dann erzähl doch mal. Wie ist das mit der Sandhasen-Show entstanden? Fangen wir doch mal von Anfang an. Ja, war Corona, ne? Wir hatten eine Vorstandssitzung und wir wollten ja irgendwas machen für unsere Spielkameraden, weil wir ja auch seit Oktober nicht mehr geprobt haben. Dann war die erste Idee, lassen wir uns alle in so einen großen Chat-Room mit Kamera reinbringen, so 30 Mann dann. Und dann fiel uns direkt auf, irgendwie funktioniert nicht. Nee, so kritisch. Dann war so die erste Idee noch, ja okay, aber irgendwie, dann lass so ein Video machen irgendwie, keine Ahnung. Lass mal sowas machen, dass wir vom Vorstand irgendwas in die Kamera sagen, eine Minute, also so wie wir es auch am Ende der Show da hatten. Sowas eben, ein bisschen länger dann nur. Ne? Ja. Gut. Ja, aber dann haben wir gesagt, und dann fingst du langsam an. Dann habe ich gesagt, ja, aber wir könnten es ja auch Interviews führen. Dann hast du wenigstens ein paar andere O-Töne und da fragst du dich einfach mal, was eben geil ist an Neuenhausen oder am Tambourchor selber oder am Schützenwesen. Ne? Ja, und so hat sich das irgendwie ein bisschen verselbstständigt. Eigentlich nur Stücke immer. Dann war irgendwann mal Frank hier, wir haben noch ein bisschen gebrainstormt und dann kamen immer so ein paar andere Stücke noch dazu. Ja, und am Ende haben wir da irgendwie plötzlich eine Show draus gemacht. Und da auch so viele Leute, viele Spielkameraden auch zum Interview bereit waren. Es waren am Ende 16 Leute, was ich nicht gedacht habe, weil ich dachte, da gibt es bestimmt schon einige, die Respekt davor haben, sich da hinzusetzen und irgendwas zu erzählen. War ich wirklich überrascht, dass so viele Ja gesagt haben, wo ich dann auch wusste, okay, die Arbeit hat jetzt auch einen Sinn. Es ist nicht verlorene Mühe, das jetzt dann zu schneiden. Das ist ja wirklich eine Produktion. Eigentlich haben wir eine komplette Produktion abgeliefert. Du hast eine Produktion abgeliefert. Aber das Problem ist ja noch, ich schneide ja tatsächlich auch gerne. Ja, man hat es gemerkt. Es ist ja auch tatsächlich so ein kleines Hobby gewesen, deswegen passte das ja. Hat mir auch Spaß gemacht. Das waren zwar viele Stunden, aber es waren Stunden, die Spaß gemacht haben. Und ja, und dann natürlich das noch live zu machen, das war ja auch nochmal so eine zweite Hürde. Wir hätten ja auch eigentlich alles voraufzeichnen können schon und rausbringen einfach. Also zusammenschneiden und wenn das Kacke war, die Aufnahme, neu, müssen wir nochmal machen. Aber wir haben uns dann irgendwie gesagt, ja komm, live ist irgendwie dann doch cooler. Und ja, ist ja dann ganz gut angekommen, glaube ich. Besonders wenn auf der Straße dann Autos neben dir anhalten, dann die auch nochmal aus dem Fenster gratulieren, wie toll denn die Show war. Ich glaube, dann hat man auch andere Leute in Neuenhausen glücklich gemacht und nicht nur unsere Spielkameraden. Es waren ja sehr viele Live-Zuschauer dabei. Ja, also 150 konstante Geräte
wo wahrscheinlich mehr Leute hinter saßen noch, ja. Kann man davon ausgehen, dass wir ungefähr wahrscheinlich zwischen 300 oder 400 das live geguckt haben und im Nachgang ja jetzt auch schon über 2000 Aufrufe nochmal hat. Und das Schöne ist, es bleibt für ewig da. Heißt also, wenn irgendwelche Leute mal in 50 Jahren im Tambourkurs sind und nochmal gucken wollten, was man so vor 50 Jahren gemacht hat, kann man dieses Video sich immer noch angucken. Von Stefan Gödertz. Ja, alle anderen auch dabei. Stefan Gödertz kann es auch nicht alleine machen, wenn die anderen nicht mitgezogen hätten. Ja, das stimmt. Ich hätte zwar schön schneiden können, aber keine Leute, die mir eine O-Töne geben. Es gibt ja noch Material von Interviews. Ja, es gibt noch Material. Von, und Fragen und Antworten, wo Freddy ja schon mal öfters drauf angespielt hat. Ja. Die du noch der hast. Nur mal ganz ehrlich, ne? Der will unbedingt, dass der Instagram-Account da von dem gepusht wird, ne? Nee, das machen wir jetzt aber nicht hier. Ja, nee, ich sag's ja nur mal, liebe Freunde, abonniert das nicht, da sind gar keine Fotos drauf. Toller Instagram-Account. Hat er wieder toll hingekriegt. Da macht er gar nichts. Da macht er gar keinen Sinn. Hauptsache, ich habe ein paar Follower, ne? Ja. Ja, ich habe mehr im Tambourkorps. Was machst du denn mit dem Material? Hast du mal vor, irgendwann vielleicht das auch zu veröffentlichen? Nö. Oder denkst du so, ach. Das war ja ein psychologischer Trick, eigentlich nur. Ich wollte eigentlich nur die 3 Fragen haben. Das andere, die 10 Fragen oder 12 Fragen, die ich vorher gestellt habe, sind nur dazu gewesen, um die Nervosität runterzunehmen. So. Damit die nicht ja sagen, sondern richtig reden alle. Warum hast du mich dann 5 Minuten nach dem Schützenkönig googeln lassen, wenn ich das gar nicht hätte machen brauchen? Dann hast du es abgelenkt und du hast die Kamera nicht mehr gesehen. Ja, aber das war doch... Das war doch ein völliger Unsinn. Ja, völlig Unsinn war es, dass du auch nur eins Dings, das wollte ich auch ganz anders haben. Nur mit einem, immer nur einen Satz gesagt hast. Also 3 Wörter gesagt hast. Ja. Top 3 Schützenfest. Allrad will ich. Allrad? Das sind Allrad gesagt. Ich glaube schon. Allrad, wir gehen in Allrad mit. Wir sind früher in Allrad mitgegangen. Das wissen manche Leute noch. Ich nicht mehr. Ich gehe schon immer in Gustav. Aber... Ja, Resi vielleicht. Uwe, ja. Dietmar. Gut, aber die. Lutz. Resi ist auch alt. Ja? Sind alle, irgendwie sind alle aus der Familie, Vollgart alt. Sie wird auch mal im Podcast hier sitzen, dann wird die auch sagen, ja, Stefan, du bist alt. Dann darf sie das ja auch sagen. Resi ja. Macht das auch. Resi will auch Gast sein, ja, tatsächlich. Sie will Gast sein. Sie wurde gar nicht gefragt, sie ist einfach da. Sie wird es automatisch machen. Jetzt ja. Haben ja viele zugesagt, Gast zu sein. Du bist jetzt halt mein Ritter sozusagen. Ich bin der 8., habe ich eben noch gehört. Podcast Nummer 8. Ach so. Machst du mit Freddy auch nochmal irgendeinen oder ist das jetzt ganz vorbei? Das werden wir mal gucken, wie die Zeit ist. Ja, oder ihr müsst ja einen machen, wenn ja die jetzt Königshofen oder so Schützenfest. Da ist ja schon was im Gange. Oh, ja, ja, ja. Ich bin ja im Hintergrund was am Plan. Ich heiße ja Stefan Göller zum zweiten Namen. Ach, das glaube ich nicht. Nee, bloß nicht. Stefan ist ein schöner Name, da ist übrigens der Gekrönte. Wo ist denn die Kette? Ja, eben. Ich brauche eine Krone. Ich brauche eine Krone. Martina. Und so ein Hermelinmantel. Ja, genau. Wo gehe ich dann immer zur Weihnachtsfeier? Ja, wenn es nicht der Nikolaus ist, der zur Weihnachtsfeier kommt. Der Stefan. Oh Gott, was will. Was denn? So geht doch Podcast, habe ich gehört. Man muss Blödsinn erzählen. Ja, natürlich. Wir reden ja auch schon seit knapp 40 Minuten. Nur 40 Minuten? Da kommt man schon wie 2 Stunden vor. Ja, ne, du brabbelst ja ohne Ende, du. Ist ja, ja auch völlig okay. Ich habe auch schon fast einen trockenen Mund. Ja, wir haben auch schon länger geredet als 2 Podcasts zusammen. Ja, aber bitte schneid die nicht so auseinander, nur damit du wieder einen machen, einen schon hast, wenn du keinen hast. Nee, das mache ich nicht, denn ich habe ja vorproduziert. Ich habe ja mitgedacht vorproduziert, jetzt. So wie letzten Freitag. Das war immer noch nicht meine Schuld. Achso, ja gut, okay. Schuldzuweisung. Manchmal ist die Arbeit im Weg. Wie du sagst, das ist ein Hobby. Dann mach das doch bei mir. Ja, Netto. Okay, lass mir das. Ich interview meinen Chef mal, ja, genau. Geil. Podcast ist Podcast. Genau. Der ist bestimmt irgendwo im Schützenverein. Nee, leider nicht. Okay. Er kennt Schützenfest. Ein Hard er wohnt Band. In Bergheim. Die haben die kein Schützenfest, oder willst du damit sagen? Doch, aber... Ja, ist anstrengend mit dir. Ich glaube, es ist auch der Zeitpunkt gekommen... Du hast die letzte Frage ja schon gestellt. Genau, ich habe meine letzte Frage schon gestellt. Du wolltest aber noch eine stellen, oder? Ja, du hast mich aber so aus dem Konzept jetzt gebracht, dass du meine letzte Guck Frage... Guck doch mal auf dein Handy, du hast nee, da hab ich, drin. Nee, das ist aber nicht deine Frage da drin. Ich habe von jedem anderen Fragen aufgeschrieben, nur bei dir nicht. Bei dir habe ich alle Fragen. Weil gedacht hast, ich brauche sowieso, hast du richtig. Ja, das hat auch super funktioniert im Moment. Ja, bitte. Nö, da gibt es eigentlich keine Fragen mehr von mir. Für mich ist das Interview erstmal beendet. Erstmal, kommt noch was. Ich weiß nicht, ob du jetzt abschließende Worte hast an unsere Zuschauer vielleicht oder an diesen Podcast.
Wenn ja, dann spreche sie jetzt. Dann spreche sie, das klingt ja so, oh, da muss ich aufstehen. Jetzt. Ist ja jetzt E1 Special geworden, da hast du XXL gefühlt. Deswegen hast du noch abschließende Worte vielleicht als erster Vorsitzender, weil es ja auch später die Leute kann so gucken werden. So Leute muss ich, also so Worte kann ich nicht aus dem Ärmel schütten. Ja, dann das muss musst du jetzt. Nee, dann kommt aber nichts Tolles raus, wie sonst immer so tolle Reden von mir. Das kann ja, ne? Wie auf der Weihnachtsfeier im Kleinfelder Hof oder so. Wer sich noch daran erinnern kann, an mein tolles Gedicht. Das war toll. Du weißt das nicht mehr. Nee. Warst nämlich zu klein, warst so. Ja. Und die anderen Leute werden sich alle noch daran erinnern. Ich nicht mehr ganz so. Aber das Gedicht soll toll gewesen sein von mir. Okay. Musst du mal Resi fragen. Vielleicht kann die da auch noch was zu sagen. Und Nina bestimmt auch. Ja, Nina ist nächste Woche noch. Ja, Nina, die darfst du auch nicht alles fragen, weil die kennt auch Geschichten, die kann Nina auch. Die hat auch Fotos, die darf Nina auch niemals veröffentlichen. Okay. Never ever. Kannst du ja nach ihren Schuhen fragen, ob die mal langsam sauber sind. Nina hört den Podcast wahrscheinlich. Ja, also kannst du sie selbst fragen. Du weißt es ja, Karneval irgendwann mal. Ja. Und die Schuhe dreckig. So, ja. Irgendwie hat sie falsch gestanden. Ja, passiert. Genau, passiert eben. Vorstellen. Passiert Nina eben. Ne? Ja. Da stand sie einfach falsch. Ja. Ja, also Nina ist, also Nina muss man auch sagen, Nina kann Geschichten erzählen und die erzählt die nie. Das ist das Problem. Auch sie ist betrunken und keiner hört zu. Ja, vielleicht müssen wir vorher mal einen kurzen trinken oder so, dann läuft das auf jeden Fall. Die ist auch schon lange dabei, die Frau. Ja, da kommen auch spannende Fragen, die vorbereitet worden sind. Gerade die Schuhe. Achso, darum geht es gar nicht. Frag sie mal, ob ich nicht eine Kette kriegen sollte. Das sollte eigentlich jedem fragen. Das müsste ich Martina fragen. Weil sie ist Kassiererin. Wenn die sich melden würde, hat sie noch nicht bei mir. Warum sollte sie jetzt auch schon noch, jetzt noch? Das ist ja gar nicht live. Nee. Dann funktioniert das ja gar nicht. Diese Sendung wurde aufgezeichnet. Ja. Steht das auch drunter? Nee. Wurde live aufgezeichnet. Wurde live aufgezeichnet, aber erst am Freitag ausgestrahlt. Richtig. So, jetzt hör mal auf, du weißt ja komplett vom Thema ab hier. Ja, das war's vom Podcast. Mach du gut. Achso, Entschuldigung. Ja, möchtest du keine abschließenden Worte zu diesem Podcast geben? Nee. Kommt den Tambo-Chor. Tambo-Chor ist toll. Reicht das? Und mit ihm als Vorsitzenden wird es niemals langweilig. Also beeilt euch, ich bin nur noch 4 Jahre als erster Vorsitzender. Nicht mehr 3? Entschuldigung, 4. Ja, wir haben 21. Okay. Rechnen kann ich auch noch. Ja, und damit beende ich dann heute den Podcast. Ich hoffe, euch hat diese Spezialfolge mit Stefan Gerrits gefallen. Ich verstehe noch nicht, warum das eine Spezialfolge war. Aber weil es mit dem ersten Vorsitzenden gedreht würde. Wenn du es dann mit Hubi machst, dann ist es ein kleines Spezial. Dann ist es ein kleines Spezial und mit Frank ist es dann... Das Mega-Big-Event. Das Major-Spezial. Kommt der denn auch? Der wird auch mal ein Gast sein, ja. Mhm. Mal sehen, ob auch so viel... Du hast abmoderiert. Ich habe abmoderiert, genau. Aber du hast mich wieder rausgebracht. Deswegen das war ja die Absicht. Sehen wir uns nächste Woche Freitag mit Nina. Damit. Und wir sehen uns irgendwann auf der Straße oder so. Oder im Zelt beim Bierchen. Wo dann sind wir auch. Ciao, ciao. Tschüss.